Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 2 des Let's Learn Ellie Wonder Cyan. Heute nuben wir uns durch Akt 2. Warum kriegt man Kinetic Blast nicht am Anfang, Mann? Speedhack nicht an. Das ist das Coole an Spectral Throw. Man kann einfach weiterrennen. Unwahrscheinlich, dass die Axt, die ich gefunden habe, besser ist, aber wir können ja mal gucken. Was haben wir hier? Was wollte ich machen? Das habe ich. Okay. Ich habe noch nicht viel Feuerresi, so wie es aussieht. Nope. Muss ich bei Alira aufpassen. Oh, was nehme ich überhaupt für Bandits? Könnte Alira nehmen sogar. Nehme ich Alira? Für den Crit-Multi? Ich glaube, ich nehme Alira. Oder wechsle ich das später und hole mir erstmal zum Leveln 2 Punkte. Crit-Multi wird ja erst wirklich wichtig, wenn ich viel Crit-Chance habe. Das habe ich ja noch eine ganze Weile nicht. Also hauen wir Alira erstmal um. Holen wir uns erstmal 2 Punkte. 2 Punkte kann man nichts mit falsch machen. Was ich gelernt habe von dem Lightning Arrow Charakterlevel, man braucht viel Life. Sehr viel Life.
Oh Gott. Ich mach keinen Schaden. Es kommt A, weil ich nicht in einem Three-Link bin aktuell. Und B, weil ich Dual-Wield-Bonus abgegeben habe. Oh man. So, jetzt nicht sterben. Weaver teilt nämlich immer ganz gut aus, wie man an dem Decoy-Totem sieht. Aber ist in Ordnung. Schön hier hinten in der Ecke bleiben. Könnte besser sein, unwahrscheinlich aber. Ah. Aber ich könnte das benutzen wieder, um den Dual-Wield-Bonus zu kriegen. Das hier hat ja nur... Es hat so viel Life. Und es hat Blockchance. Ah, weg damit.
Ich habe immer noch kein Amulett. Ah. Okay. Warum habe ich eigentlich zuerst die Seite gemacht? Oh Mann. Naja. Man kann sich das Leben auch schwer machen. So, hier habe ich das jetzt. Crit Chance. Ally Damage. Int. Life Notes. Also ich will auf jeden Fall Acrobatics haben. Vielleicht auch Face Acro. Dann will ich hier runter. Ich weiß nur noch nicht genau, wo lang. Lohnt sich das hier am Anfang schon? Trickery? Proc Speed, Proc Damage. Bows. Hier ist das dicke Claw-Ding, ne? Warte mal, wie hat Yovu geskillt? PoE Builds. Warte, habe ich den nicht noch irgendwo? Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier rüber und dann holen wir uns erstmal hier Acrobatics. Und ich will möglichst früh hier Life Leech und so weiter kriegen. Also. Ah ja, was ich vorhin sagte mit dem Claw Cluster ist natürlich kompletter Humbug, ne? Ich habe zwar gerade eine Claw, aber die werde ich natürlich ab 28 nicht mehr benutzen. Weil, Kinetic Blast ist schon bereit. Und Storm Prison Wand. Dum 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 dum. Ja, also erstmal Acrobatics holen und dann gehe ich runter zu dem Leech Cluster. Ja, genau, Leech Cluster. Und auf dem Weg sammle ich noch ein paar Life Notes auf. Oh. Auf welchem Level kriege ich eigentlich Wrath? Gab's Wrath nicht irgendwie in der Library?
Mensch, live. Aber nicht viel live. Ah, fuck. Ich würde sogar behaupten, der ist schlechter. Halleluja, Mann. Dass man das mal erlebt. Ein gelber Ring schlechter als ein weißer. Wo wollte ich hin? Acrobatics, genau. Ich würde mal interessieren, ob Hauer noch irgendwie spielbar ist. Hab jetzt noch eigentlich nichts von gehört. Haben Leute das schon ausprobiert? Guck mal hier. Sowas findet man dann, wenn man in Wanda spielt. Three-Link Boarding Axe. Oh. Contempt. Contempt ist in Ordnung. Oh, wie sehen meine Lightning Rays aus? Oh mein Gott. Oh. Das wird ein Massaker. Zum Glück habe ich das Decoy-Totem. Shit. Oh mein Gott. Zu weit weg. Oh mein Gott. Mache ich keinen Schaden. Na gut. Decoy Totem OP. Elemental Damage with Attacks kriegen wir hier, das ist sehr gut. Faster Attacks kriegen wir auch. Hier kriegen wir dann Herald of Ice. Naja. Onslaught Support können wir im Grunde auch wieder wegpacken. Den brauchen wir nicht mehr. Weapon Elemental Damage ist aber in Ordnung. Können wir noch nicht anlegen. Genau.
Mache ich aktuell überhaupt Cold Damage? Ja, tatsächlich. Ich sollte vielleicht erstmal mit Herald of Thunder spielen. Das glaube ich am Anfang besser. Ich kann auch mit beiden spielen. Aha. Glowy Brain. Aha. Warte mal, warum bin ich in den Feldschrein Ruins? Naja, porte ich mich gleich wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich aktuell mache. Oh Mann, ich laufe einfach irgendwo hin. Naja, ich habe zumindest den Waypoint geholt. Kann man nachher nochmal gebrauchen, wenn man Prophecies macht. Alles geplant. Alles geplant. So, das hätten wir. Das ist die 360er. Die brauche ich ja gar nicht. Ist auch eine 360er.
Burning Damage. Wollen nicht. Oh. Ja. Obwohl, na, für eine zweite ist nicht unbedingt verkehrt. Das kann ich auf den Ring schmeißen. Ja, gibt noch ein bisschen Damage dazu. So, jetzt Oak. Das war ein Shatter. Mein erster Shatter, glaube ich. Oak ist der nervigste von allen. So, damit müssten wir genug Punkte für Acrobatics zusammen haben. Oh, Movement Speed. Jo, Acrobatics und... Oh, ich gehe einfach runter. Kein Movement Speed. Also weg damit. Hier nehme ich. Nice. 5, 5, 10. Sehr gut. Wo geht er lang? Okay, hier war. Doch nicht. Wow. Gebaitet.
Ich bin Level 19, das ist noch in Ordnung. Aber hier geht's auch nicht lang. Holy shit. What? Irgendwo hier muss es doch lang gehen. Ah ne, dann geht's hier wieder hoch. Oh mein Gott, was ein Layout. Das ist ein Exile, das heißt, der droppt viel Gear. Never lucky. Ah, warte mal. Ah, Belt habe ich schon.
Oh Mann, der Damage fällt so hart ab. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich mal ein brauchbares Three-Link finden würde. Boy. Ach komm, da können wir doch noch ein Level machen.
Gott, der Damage ist so lächerlich. Keine gute Idee, ihn auf Low Level zu tanken. Holy shit. Okay, der hat 4 Aufladungen, das ist gut. Resi. Der hat Int. Ich brauche Int. De facto brauche ich sogar noch mehr Int. Sollte mir ein Int-Amulett holen. Aber wir sind nicht mehr allzu weit von Level 28 entfernt. Nice. Wenn ich hier statt dem roten einen blauen oder einen grünen draufkriegen könnte, das wäre nice. Probieren wir das mal. Nice. Können wir den da reinsetzen? Nee, halt. Den da rein. Den da rein. Und... so viel bringt der gar nicht. Mein noch nicht so viel Elemental Damage. Naja. Egal. So, das soll es dann erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.